Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind hier bei einer anscheinend sehr, sehr alten Quest noch, die wir ziemlich schnell durchrushen werden, höchstwahrscheinlich. Weil niemand wirklich eine Chance gegen uns hat. Ich weiß, dass hier irgendwo ein anderer Spieler ist. Ja, guck mal da. Stufe 13. Ich glaube, mit Stufe 13 hätten wir hier sein sollen. Ja, was soll's. Helfen wir ihm ganz kurz, laufen hier mal kurz durch, machen alles kaputt. So. Oh, es ist schön, OP zu sein. Macht Spaß. Wie viele sind hier? Stufe 1. So, wo soll ich denn hin? Ich soll wieder raus? Bin ich hier richtig? Hallo? Wusel, Wusel und irgendwie. Nee, ich bin hier schon richtig. Wie, du lebst noch? Ach, Big Boss ist auch hier. Bei dem schauen wir mal kurz vorbei. Vielleicht finden wir für die auch noch mal einen Schalldämpfer, wer weiß. Da unten, wir müssen nach unten. Ich sehe es jetzt erst. Keine Fusionszelle, schade. Habe ich mich hier gerade eingesperrt? Auch nicht schlecht. So, wenn ihr Kleber seht, sagt mir Bescheid. Oh. Ja, ich bin jetzt hier unten. Wir müssen. Ich bin falsch. Wir müssen da auf die andere Seite. Kommen wir da vielleicht hin, wenn wir hier lang gehen? Aha! Nichts Wichtiges. Aber auch kein Kleber. Warum sind die alle so gierig? Geben mir kein Kleber ab. Ah, hier ist das Ding ins Kirchen. Ist gut. Übersicht über das Impfprojekt. Ziel: Ein Impfstoff gegen den erbgutverändernden Effekt entwickeln, der als verbrannten Seuche bekannt ist. Methode: Blutproben von unseren drei Testkreaturen abnehmen, die sich als erheblich resistenter gegen den verbrannten Mutageneffekt erwiesen haben. Blutproben analysieren, um synthetische Antikörper zu erschaffen. Testkandidaten: Wilder Ghoul, Maulwurfsratte, Wolf. Nachtrag: Projekt verzögert sich, bis ein Einsatz für die Typ-T-Sicherung gefunden wurde. Antrag für Ersatzteile beim Responder-Quartiermeister gestellt. Okay, finde einen Weg hinein in Gregs Mine Supply. Okay. Machst du schlecht geschissen oder so? Hau mal ab. Okay, dann können wir jetzt wieder rausgehen. Müssen nur den Ausgang finden. War einfacher als gedacht. Holy. Schreck mich doch nicht so. So, wo müssen wir denn hin? Nimm die Blutprobe eines Wolfes. Okay. Klingt einfach. Wenn es noch nicht so neblig wäre. Irgendwo hier muss das sein, ne? Kam mir nicht so weit weg vor. Ich habe Erfahrung bekommen. Wofür?
Das hört sich nach Wolf an. Wolf? Oder war das ein Supermutant? Ja gut, der läuft erstmal. Wer schießt denn da auf mich? Wieso bist du wieso ist der hintere Rauch umgefallen? Ich hab gar nicht erschossen. Okay, wir sind jetzt hier bei Wilder Ghoul. Aber wie nehmen wir Blutproben? Achso. Hab ich. Nächster bitte Wolf. Ich glaube, Wölfe sind allgemein ziemlich resistent gegen vieles, ne? Soweit ich das, glaube ich, mal gehört habe. Bin ja ein alter Doku-Gucker, der alles vergisst, was er in Dokus gesehen hat. Bis auf Einzelheiten, die er sich merkt und sie dann ausschmückt mit anderen Dingen, damit sie aus Unwahrheiten hervorkommen. Also, auf mich braucht man gar nicht hören, wenn ich irgendwas Schlaues sage, ne? Das ist meistens falsch. Merkt euch das. Das Einzige, was man aus Dokus mitnimmt, sind Unhalbwahrheiten. Es... Und Halbwahrheiten, was? Ihr wisst, was ich meine. Oh! Ein bisschen Eisen. Oh, das hört sich nicht gut an. Hallo, bis es brennt, Bestie. Irgendwann habe ich die Aufgabe, dich zu erledigen. Wie nix von dir? Hier. Noch mehr? Das ist die Brandbestie da oben. Jo! Ich bin da mal weg, ne? Warum laufen wir plötzlich so viele Mr. Andys rum? Habe ich die Blutprobe nicht genommen? Ach, sag bloß. Oh Gott, ich kann da wieder hinlaufen. Ach du Scheiße. Wo sind jetzt die Hundis hin? Ach Scheiße, Mann. Ach, das ist ja praktisch. Lass mich in Ruhe. Hundi, komm zurück. Mach dich jetzt kaputt, Junge. Okay. Mach ich nicht. War gelogen. Scheiße, Mann, wo ist der Hund? Ich habe ihn gehört und gespürt. Nimm die verdammte Blutprobe. Kein Stück nervig. Ich hab Y gedrückt. Ich hab's gedrückt, ich schwör's. Eines Tages one-shot ich dieses Drecksviech. Das nächste Mal, wenn wir Munition für unsere kräftige Waffe haben, Leute, was wir auch mittlerweile haben, dann verstecke ich mich irgendwo in der Ritze und dann schieße ich den ab. Dann gibt's aufs Maul. Alter Schwede. Dann tanze ich auf seiner Leiche. Davon könnt ihr ausgehen. Habe ich die Blutprobe genommen? Jetzt verzieh dich. Ja, super, haben wir zumindest jetzt eine...
geht denn da ab? Ich habe ihm geholfen. Oh Scheiße, die Ball ist hier. Oh Gott, er ist gelandet. Hilfe, die Bugs sind hinter mir her. Nein. Oh nein, oh Gott. Oh, irgendwie kann ich durchsprinten. Ich will hier keine Ausdauer. Leiche einsacken, abhauen. Wieso verliere ich keine Ausdauer? Ich möchte nur mal wissen, wie viel Schaden ich an dem mache. Den nicht. Nicht allzu viel. Insofern der mich nicht sieht. Ich glaube, das kann ich vergessen. Einfach wegschleichen. Nee, ist okay. Ich wollte nur mal gucken, ist alles okay. Wir sind immer noch Freunde, oder? Nein. Ich glaube, ich habe einen Adrenalin-Boost oder so, ne? Deswegen meine Ausdauer nicht leer geht. Kann das sein? Hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Was haben wir hier? Alter! Bleib doch nicht 10 Jahre da. Wir haben aber noch eine andere Quest da hinten. Tschüss, Kackbratze! Oh! Oh! Die alte kleine Nervensäge. Zweimal dran verreckt. Viel zu früh eine Brennbestie für mich zu töten. Ich wette, der hat mich jetzt bis hierhin verfolgt. Guckt euch angeschwört. Ah, hier waren wir schon. Öfters. So, zum einen haben wir da irgendwas unten. Okay, wie komme ich denn? Ist das ein Keller oder so? Oh. Tatsächlich, le Keller. Mit Geld. Und dem Siedler, der wie im Sitzen erstochen wurde mit einer Spitzhacke. Währenddessen er eine Pumpgun in der Hand hatte. Da muss er ja geschlafen haben, ansonsten verstehe ich nicht warum.
Schade, nichts für die 45er bekommen. Typ T-Sicherung. Genau das, was ich... Die Tür war offen. Hier kann man doch bestimmt auch durch. Nee. So gebe ich mir die Mühe, einmal rumzulaufen, wenn die Tür hier offen ist. Na gut. Zurück zum Absender. Wer stört? Bestimmt hier hinten, ne? Ist doch keiner. Achso. Kann ich jetzt reisen? Glaub schon. Okay. Gehen wir doch mal direkt wieder rein. Ich muss sagen, am Anfang sind die Quests noch relativ einfach gewesen. Im Gegensatz zu jetzt. Also, nicht jetzt im Sinne von hier diese Quest. Weil ich zähle die hier halt wirklich für den Anfang. Du hast nichts für mich. Na, immerhin. Halt, ich kenne den Weg noch. Wir sind von hier gekommen. Okay, vielleicht war es ein anderer Eingang. Hey. Sieht irgendwie so anders aus. Ah, das letzte Mal sind wir hier reingekommen. Alles klar. Ich steck fest, geil. Mann. Das Spiel ärgert mich. So, Sicherung drin. Und dann... Blutproben analysieren. Fehler, es wurden nicht alle betötigt. Achso. Zentrifuge. Wo ist die Zentrifuge? Gerät nicht öffnen, Sequenz läuft, Teilung erfolgt, Analyse eingeleitet, Analyse abgeschlossen, Daten an Symptomatic-Einheit weitergeleitet, Symptomatic-Konfigurierung abgeschlossen, bereit für Impfung. Okay. Wir haben es ein bisschen fortgegriffen, oder? Das ist da, wo wir unsere Basis aufgebaut haben. Nee, gar nicht. Dazwischen. Wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir siedeln momentan. Ach du Scheiße. Glaube, ich bin zu weit gelaufen. Vielleicht hätte ich die Bankquest weiterverfolgen sollen. Vor allem Feuerteufel haben wir schon angefangen, ne? Aber nicht beendet. Moment. Haben wir die Feuerteufel beendet? Oder endete es mit der Baggerrüstung? Diese Katze, ne? Der läuft nachts auf meiner Tastatur rum. Oder er legt sich drauf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Alles voller Haare. Voller Haare. Was macht die Katze eigentlich nachts hier? Irgendwann stelle ich in der Kamera auf und dann bringe ich eine Folge Mr. Flauschig nachts in mein Büro. Ja, bestimmt der Renner. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, morgen
beginnen wir die Questreihe der Feuerteufel. Und dann gucken wir weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.